aber jetzt lass uns lieber schaukeln gehen. Komm mit nach draußen. Ja. Komm schon, schaukeln macht Spaß. Das stimmt, aber erst trinke ich meinen Tee. So, jetzt ist alles ausgetrunken. Na ihr, autsch! Hast du dir doll weh getan? Ach, es geht schon wieder, Leo. Ich geb dir einen Kuss, dann halt es besser. Ich habe hier etwas in meinem Rucksack, das auch gut tut. Mein Papa hat mir ein Spray eingepackt, das hilft bei Verletzungen. Danke, Billy. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Komm schon, lass uns endlich schaukeln. Schau mal, wie hoch ich komme. Mein Papa hat gesagt, ich soll nicht so hoch schaukeln. Aber so macht es viel mehr Spaß. Autsch! Hast du dir wehgetan? Nein, kein bisschen. Warte, ich hab doch mein Spray. Was ist denn mit dir passiert, Leo? Und wie war ich? Es ist viel zu schwer, Klarinette an einem Tag zu lernen, mein Kleiner. Wie wäre es stattdessen mit dem Tambourin? Nein. Und wie findest du Posaune? Nein. Eine Flöte? Eine Triangel? Oder eine Mundharmonika? Manu Maus, nein! Ich will Klarinette spielen! Oh mein Ohr! Ich hab's verstanden. Ich kann kein Instrument spielen. Ich kann nicht beim Geburtstagskonzert mitmachen, weil ihr alle besser seid als ich. Ach, mein Kleiner, sag doch sowas nicht. Musik ist in jedem von uns, aber um ein Instrument zu spielen, braucht man nun mal Übung. Aber warum können Fipsi und Tessa so gut spielen? Weil wir Unterricht bekommen und jeden Tag üben. Als wir angefangen haben, konnten wir nämlich auch noch nicht so gut spielen. Oh Mann, oh Maus, ist das gemein. Ich werde bestimmt nie richtig spielen lernen. So wird es sein. Es wird sich niemals, ganz egal, was ich mache, gut anhören, sondern eher wie Krach. Möchtest du, dass es gut klingt? Hör auf uns und es gelingt. Und als du warst grad voller Zorn, hast du's gezeigt, das war enorm. Jeder hat Musik im Blut, drum sing den Rap, das kannst du gut. Toll, aber was war das denn jetzt? Heute bleiben wir so lange auf, wie wir wollen. Brumm, brumm, brumm. Psst, nicht so laut, Leo. Lilly ist doch gerade erst eingeschlafen. Ja, gut, Mama. So zu spielen macht gar keinen Spaß. Wenn du wirklich noch aufbleiben willst, dann musst du aber leise sein, Leo. Bin ich, Mama. Oh Mann, oh Maus. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Es war einmal... Bist du schon eingeschlafen, Teddy? Du bist ja immer noch wach, Leo. Ja, na klar, Papa. Willst du mit mir spielen? Ich will jetzt ins Bett. Ich muss früh aufstehen, damit ich pünktlich bei der Arbeit bin. Komm, ich bring dich ins Bett und lese dir eine gute Nachtgeschichte vor. Nein, ich gehe noch nicht ins Bett. Na dann, gute Nacht. Teddy, du bist ja wieder wach. Warum spielst du denn nicht mit deinen Freunden? Du hast dich doch so sehr auf diesen Tag gefreut, Leo. Der Tag ist aber blöd. Was machst du da in deinem Haus? Willst du nicht lieber mit mir die Sonne genießen? Heute ist großer Hausputztag. Hier soll's richtig schön sauber sein. Du siehst also, ich habe heute viel Arbeit vor mir. Aber es sind doch Sommerferien. Da sollte man besser nicht arbeiten, mein Lieber. Nicht? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Trotzdem, ich möchte es gern sauber haben. Was macht Polizist Albert denn da drüben? Er scheint auch keinen großen Spaß zu haben.
Albert. Sie sind doch bestimmt auch sauer, dass heute so viele arbeiten müssen, oder? Nein, Leo, ich bin nicht sauer. Um ehrlich zu sein, arbeite ich gerade als Bademeister. Aber Sie arbeiten doch schon als Polizist, Albert. Und warum arbeiten Sie in den Ferien? Weil Bademeister immer dringend gebraucht werden. Und es mir natürlich auch großen Spaß macht, auf euch aufzupassen. Genau wie im Zirkus. Wow! Danke. Henry, möchtest du es auch mal probieren? Wir feuern dich an. Sehr gut, Henry. Wie bei einem richtigen Clown. Ich wünsche dir noch viel Spaß, Leo. Ich gehe dann jetzt. Ja, bis später. Und jetzt zeige ich euch eine Übung fürs Jonglieren. Und jetzt ihr. Super, super. Klasse. Ihr könnt natürlich auch mit Keulen und Bällen jonglieren. Sehr schön, Tessa. Bravo. Kinder, da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Billy hätte sich dabei auch wehtun können. Mann und Maus, alles, was ich mache, ist falsch. Aber höflich zu sein kann auch Spaß machen. Ich will mich nicht immer gut benehmen. Das ist doch total langweilig, Billy. Wollen wir das Frechtagsspiel spielen? Super duper Idee. Willst du nicht vielleicht auch mitspielen? Ja, danke. Nein, du darfst auf keinen Fall Danke sagen. Wir sind doch jetzt frech. Wer von euch kann am lautesten rülpsen? Und bloß nicht die Hand vor den Mund. Und jetzt ich. Klasse, Leo. Und jetzt bist du dran. Oh. Tut mir leid. Nein, kein Tut mir leid. Wir spielen das Frechdachsspiel. Oh, stimmt. Tut mir leid. Hey! Ich weiß, was unhöflich ist. Mit jemandem heimlich zu flüstern. Und es ist auch nicht nett, jemandem so zu schreien. Ich sagte, es reicht jetzt. Ihr könnt euch doch einfach abwechseln. Und vorher spielt ihr Ene, Mene, Mu, wer von euch als erstes anfängt. Bei wem ich lande, der fängt an. Ene, Mene, Mu, raus bist du. Ene, Mene, Mu, raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ich darf ihn haben. Gemein, gemein, gemein. Hier, nimm ihn. Du bist nicht mehr meine Freundin. Du weißt sowieso nicht, wie man richtig spielt. Erst will sie den Schläger haben und dann schmeißt sie ihn einfach weg. Du hast Anni verletzt, Leo. Sie verletzt? Aber ich habe ihr doch gar nicht wehgetan. Du hast sie gerade mit deinen Worten verletzt, Leo. Manchmal können bestimmte Worte, die man gesagt hat, mehr wehtun als zum Beispiel ein Schubs. Aber ich habe doch gar nicht so Schlimmes gesagt. Wenn Anni den Schläger nicht mehr will, dann nehme ich ihn. Tut mir leid, Leo. Aber den Schläger kriegt niemand, bevor ihr euch nicht wieder vertragt. Oh, kleine Törtchen. Die passen wunderbar zum Tee, den wir gerade gemacht haben. Schön, dass ihr da seid. Dann wollen wir es uns gemütlich machen und Tee trinken. Danke sehr. Oh. Danke dir. Leo, möchtest du nicht auch etwas von den Köstlichkeiten probieren? Komm schon, Leo.
Möchtest du dir wirklich mit deiner schlechten Laune den ganzen Tag verderben, nur weil du dir vorhin vorgenommen hast, für immer wütend zu sein? Genau, das habe ich gesagt und dabei bleibe ich auch. Ich werde für immer wütend sein, mein ganzes Leben lang, oh Mann, oh Maus. Aber Leo, für immer ist eine sehr lange Zeit. Das ist mir egal. Weißt du, worauf ich mich heute schon den ganzen Tag gefreut habe? Auf meiner Zauberflöte zu spielen.